heute Weihnachten. Am 24. Dezember ist Weihnachten. Weihnachten, das ist das Fest der Geschenke, die kauft der Papi ein. Der hat die besseren Nerven, wisst ihr ja. Und Mutti steht am Herd. Warum? Weil sie da hingehört. Die macht die tollen Weihnachtsleckereien. Aber nicht zu viel vom Teig naschen, sonst gibt's Magenschmerzen. Und Kekse schmecken nicht nach Mürbe, sondern nach Sauerteig. Ganz wichtig natürlich der Weihnachtsbaum. Besorgt man sich am besten beim Nachbarn. Warum? Kostet nichts. Und damit der nicht so nackt aussieht, kommt da noch Schmuck dran. Ein bisschen Lametta, oben eine Spitze drauf und noch was zum Naschen. Fertig. Und weil Weihnachten auch das Fest der Liebe ist, wird auch mal die Oma aus dem Keller geholt. Und dann gibt's erstmal eine Kleinigkeit zur Stärkung. Zack, rauf auf den Teller und dazu das tolle Weihnachtsprogramm im Fernsehen. Was ist denn das? Die gehen ja nackig zur Bescherung. Da. Der Weihnachtsmann. Oma schnell noch ein Lied vorgespielt, da freut sie sich. Und dann endlich Bescherung. Toll, wieder ein Hund, aber nicht irgendeiner, sondern einer mit einem grünen Punkt. Wenn der euch nicht mehr gefällt, braucht Papa den auch nicht mehr auszusetzen, denn den kann man wiederverwerten. Kann man eine Fußmatte draus machen oder für Mutti das Weihnachtsgeschenk für nächstes Jahr. So, jetzt ist aber Schluss. Ist schon spät. Papa noch schnell gute Nacht sagen. Gute Nacht, Papa. Mami auch. Ups, da ist ja noch Bescherung. Nacht, Mama. Oma kommt wieder in den Keller. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss und frohe Weihnachten, euer Klaus.